Willkommen bei Adagio Live. Ich begrüße Sie wie immer hier aus dem Wiener Musikverein, aus dem Büro der Wiener Philharmoniker zu einer Sendung wieder über die Wiener Philharmoniker. Mein Name ist Daniel Ottensamer. Ich freue mich ganz besonders heute zu Gast zu haben einen Kollegen aus der Bläsergruppe, nämlich den Soloflötisten Karl-Heinz Schütz. Karli, vielen Dank, dass du heute Zeit hast, hier zu sein. Wir haben ja sehr bewegte oder sehr ruhige Zeiten hinter uns. Zu ruhig eigentlich. Wir hätten ganz gerne ein bisschen mehr los gehabt, war wenig los. Aber was mich besonders interessiert oder was ich mit dir ganz gerne besprechen würde, ich habe das Gefühl, es wird auch gerade in so einer Zeit immer klarer, wie außergewöhnlich Wien auf der Welt mit diesem Überangebot an Kunst und an Musik ist und wie sehr das jetzt fehlt. Es wird ja immer wieder auch kritisiert, dass Wien fast eben zu viel bietet. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt nochmal so einen Klick gemacht hat, dass man das Gefühl hat, genau das macht es eigentlich aus, dass da so viel los ist. Also in Wien ist unglaublich viel los. Ja, das, und das ist, glaube ich, wenn wir, also aus unserer Sicht, also jetzt in dem Fall aus dem Orchester heraus, kriegt man das vielleicht gar nicht unbedingt so mit. Ja. Weil wir sind ja selber dermaßen in der Mühle, wenn man so sagen will, oder? Das Orchester ist permanent. Ständig, genau. Es gibt ja auch ein Buch, das heißt, das Orchester, das niemals schläft, oder? Also das ist ja auch richtig eben. Und wenn wir nicht da sind, sind wir auf Reise. Und wenn wir nicht im Orchester spielen, dann spielen wir Solo oder Kammermusik oder so. Also wir sind sehr aktiv. Und ich kann nur privat dazu sagen, mit meiner Frau haben wir, nachdem wir einige Jahre in Wien gelebt haben, haben wir schon gesagt, wir müssen uns jetzt wirklich einmal ein Abo im Theater nehmen, dass wir nicht nur also in der Musik eben, sondern also mehr von dem ganzen Angebot mitbekommen. Und ja, das war jetzt schon sehr schmerzlich, dass so gar nichts los war, ja, jetzt in dieser Corona-Zeit eben. Und wer kritisiert eigentlich, dass zu viel los ist? Na, man hört so immer wieder, also ich kritisiere es nicht, ich bin sehr glücklich. Ich bin wie du auch jetzt vor kurzem mal ins Theater gegangen und es ist ja wirklich beeindruckend, du kannst einfach am selben Tag schaust du, was würdest du, falls du Karten kriegst, natürlich, gibt es ja keine Karten mehr, aber das Angebot ist ja wirklich unfassbar. Es wird oft doch immer wieder auch angesprochen, dass brauchen wir denn das alles? Brauchen wir dieses Überkulturangebot? Ist das überhaupt notwendig oder könnte man das alles ein bisschen herunterfahren? Ich finde, oder wir alle finden das sicher, dass es gerade auch in dieser Zeit klarer wird, dass das einfach hier auch Wien ausmacht. Ne? Ja, ich glaube, das war immer so. Wien war immer eine Metropole für ein großes Land und jetzt ist es eine Metropole für die Kultur. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, nicht? So ist es, also, dass so ist. Und jetzt, wenn man in der Corona-Krise mit dieser Aerosol-Studie, die wir da mit unserem Dr. Sterz durchgeführt haben, Studie ist, glaube ich, nicht richtig, es war Experiment oder Versuch. Bitte erklär das vielleicht ganz kurz, weil viele, glaube ich, wissen nicht, was da passiert ist. Ja, eine Versuchsvorrichtung, um nachzuweisen, dass es doch nicht so gefährlich ist, das Musizieren für die Gesundheit, weil immer die Aerosole, dass man die ausstößt, beim Sprechen stößt man mehr aus als beim professionellen Singen zum Beispiel. Und als Bläser, irgendein Theaterdirektor hat leider dann das in Umlauf gebracht, dass die Tuba ein Virenschleuder ist, was ein völliger Blödsinn ist, oder? Weil es kommt ja oben nichts raus dann. Also, entsteht die Aerosole verteilen sich im Instrument. Und es entstehen da so Weisheiten, die einfach ganz schnell Hintergrund. Ja. Und da war es den Wiener Philharmoniker irgendwie wichtig, dass man da eine Studie schafft, um darzulegen, inwieweit das wirklich nicht gesundheitsgefährdend ist. Genau. Und das wurde ja dann an einem Tag publiziert, das ging raus und ich weiß jetzt von der Geschäftsführung, vom Vorstand, dass irrsinnig viele Anfragen dann gekommen sind aus der Welt eben. Das also, zu verwenden, diese Studie. Ja, dann, ja. Also wie kam es dazu, was ist das? Andere Orchester haben sich informiert eben für, und das habe ich eigentlich eine schöne Sache gefunden, dass wir einen positiven Beitrag zu einer Normalisierung, falls das möglich ist. Also ich glaube, dass, da haben wir auch eine große Verantwortung, dass gerade unser Orchester hier auch ein bisschen vorangeht und solche Zeichen ein wenig setzt. Genau. Es scheint ja so, als würde nicht nur das, aber auch andere Maßnahmen ein bisschen zu Lockerungen beitragen. Also wir kommen vielleicht irgendwann mal wieder zu unserem normalen Konzertbetrieb zurück. Du bist Soloflötist in diesem Orchester. Du hast einen, wenn man das Podium betrachtet, einen wunderschönen Platz. Das ist der beste Platz. Der beste Platz. Ich finde aus meiner Perspektive, du sitzt nämlich direkt vor der Klarinettengruppe. Wie, wie ist das für dich, dazu, diesen Platz? Siehst du die Rolle der Flöte, der Soloflöte? Hat doch irgendetwas, ist ein bisschen übertrieben, irgendwas Konzertmeisterliches,
der Bläsergruppe, da allein schon deswegen, weil du natürlich das höchste Register bedienst. Wie würdest du die Rolle charakterisieren, auch im Anbetracht, dass du ja oft mit den ersten Geigen zusammenspielst? Also, wo ich diesen Beruf angefangen habe auszuüben, da habe ich einen Kollegen gehabt, der hat zu mir immer gesagt, Junge, vergiss nie, dass die Flöte und das Piccolo, das ist das Dach vom Orchester. Wenn du in die Partitur, wenn du das aufmachst, dann siehst du, ganz oben steht das Piccolo eigentlich, hat er immer gesagt. Ja, stimmt. Also, ja, und er hat da schon recht, weil die Flöte ist natürlich dann immer akustisch, ist immer dabei. Ja. Es gibt viele große Soli, also man spielt sehr oft im Verbund eben mit den Geigen. Das ist besonders schön bei uns da im Orchester, genießt es sehr. In den Wiener Walzer, in den Neujahrskonzerten ist das, glaube ich, oft so. Ne? Ja, genau. Auch das Piccolo, das ist ja, ja, für das Piccolo sehr, sehr, sehr wichtiger Tag auch. Ja. Der erste auch das Neujahrskonzert. Ja, und natürlich, man sagt oft, das ist eine Konzertmeisterposition für die Holzbläser. Ich finde das immer ein bisschen übertrieben, weil das ist doch ein Miteinander, aber irgendjemand muss halt als Erster dann einschnaufen. Genau, und du bist natürlich immer der Höchste und gibst wahrscheinlich auch ein bisschen so, wahrscheinlich auch teilweise die Lautstärke vor. Ne? Es ist schon so, also ich glaube, dass sich andere dann ein bisschen schon danach richten müssen, dass der obere Ton das Maximum sein soll. Und dann, also ich glaube, die Verantwortung ist da schon ein bisschen in die führende Rolle gedrängt. Ja? Also man ist vielleicht auch vielleicht oft sichtbarer als die Oboe, vielleicht einfach weil, aufgrund der Haltung vielleicht. Also, ja. Mich interessiert es sehr, weil ich das oft immer auf mein Instrument natürlich beziehe. Die Klarinette in ihrer Geschichte war immer sehr geprägt von Persönlichkeiten, also von Komponisten, die deswegen Stücke geschrieben haben, weil sie Persönlichkeiten kennengelernt haben, die das Instrument spielen. Das war bei Mozart natürlich Anton Stadler und bei Brahms war es Mühlfeld, bei Weber war es Beermann. Also das waren immer große Klarinettenpersönlichkeiten, ohne die dieses Instrument wahrscheinlich nicht da wäre, wo es jetzt ist. Kann man das auf die Flöte so umlegen? Ich meine, die Flöte hat eine viel längere Geschichte natürlich als die Klarinette, aber gibt es da auch so Parallelen? Ja, gar so viel länger ist die Geschichte nicht. Ich meine, es fängt um 1700 an und die Flöte hat dann irrsinnig schnell eine Hochzeit, einen Höhepunkt erreicht eben, dann also mit der Klassik und ist dann schnell wieder, also es ist dann wieder abgeflacht, also wie die Corona-Kurve. Also, sehr gut. Und dann hat es durchgetaucht durch die Romantik und mit Debussy. Hoffentlich kommt keine zweite Welle, ne? Nein, mit Debussy war dann die zweite Welle. Ah, die war schon da, ich verstehe. Wo sie dann wirklich mit Debussy, Ravel, also französische Literatur natürlich sehr wichtig, wieder am ersten Plan dann auftaucht. Und gab es da Persönlichkeiten, die das geprägt haben, schon noch immer wieder? Du wolltest auf die Persönlichkeiten, ja. Oder kam das erst später dann zu Orchesterzeiten vielleicht? Ja, vom Instrumentenbau her ist es der Theobald Böhm, der das Instrument dann völlig verändert hat, also in die Böhm-Flöte. Und ja, da gibt es natürlich Persönlichkeiten. Du meinst jetzt im Orchester oder überhaupt? Generell, also ob jetzt bei Klarinettisten waren es oft wirklich die Solisten, die Flöte dann tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ob das von ihnen oft ausging. Ich denke oft an die meiste Klarinette, Zeit, oder? Ja, Klarinette. Das ist ja heute auch so, dass man dann oft einen Komponisten dazu bewegt, dass er was schreibt für das Instrument, ne? dass immer wieder sowas vorkommt. Ja, also gut, da müssen wir jetzt nach Paris gehen. Da sind die Pariser Flötisten, wie sie alle heißen, Taffanel und Gobert und so weiter, die da schon wahrscheinlich auf die Komponisten natürlich das inspiriert haben. Da spricht man von der goldenen Ära. Jetzt hier in Wien ist vielleicht ein bisschen anders und wir haben andere Persönlichkeiten gehabt, die aber auch komponiert haben. Zum Beispiel Gründungsmitglied vom Orchester Franz Doppler. Ah ja. Der hat ja rauf und runter musiziert durch Europa. Als Solist ist er so gereist mit seinem Bruder zusammen und hat da diese berühmten Duette, die ich ja mit Walter aufgenommen habe auch. Also, Walter Auer, deinem Soloflötenkollegen. Genau. Und so gab's Persönlichkeiten. Ari van Leeuwen, den der Gustav Mahler hergebracht hat nach Wien. Ins Orchester und damit eigentlich die Böhmflöte mal Fuß gefasst hat. Ja, bis in die 30er Jahre rein hat man wieder das andere System dann gespielt. Und also da gibt es große, große, sehr prägende Persönlichkeiten. Und man kann dann, es gab schon sowas wie eine Wiener
Schule, so Altwiener, Wiener Flötenschule. Aber das hat sich wie bei der Geige auch, es gab dann einen Moment, wo sich das internationalisiert hat, durchmischt hat. Und jetzt würde ich sagen, es gibt eine lokale Prägung. Also das gibt es nach wie vor, es gibt es nämlich überall. Kann man das noch charakterisieren, was heutzutage den Flötenklang, oder ist das so durchgemischt, dass, also in Wien tatsächlich, ist es so durchgemischt, oder dass man da das schwer definieren kann, was ist der Wiener Flötenklang? Gibt es ein paar Schlagworte, wo du sagen würdest, das macht's aus? Also ja, gut, das Schlagwort, was es ausmacht, ist, ob das jetzt passt im Orchester oder ob es nicht passt. Und ja, ob es in den Satz auch dazu passt teilweise, das, ja. Also das hören dann die Kollegen, das entscheidet das Orchester, entscheidet das Probe, ja. Also das ist schon irgendwo vielleicht leichter für jemanden zu benennen von außerhalb als für mich jetzt selber. Aber ich würde sagen, von wegen Internationalisierung, natürlich, die Welt hat sich globalisiert, die Flöte hat sich genauso damit globalisiert und auch ein internationaler Standard an Instrumentalspiel hat sich durchgesetzt. Überall. Ich war letztes Jahr, war ich zweimal bei internationalen Wettbewerben in der Jury, einmal als Vorsitzender und einmal Ding. Und wir haben dann oft, spricht man natürlich dann mit den Jurykollegen, und da hat eine Kollegin, die ich sehr schätze, die Emily Bainen, also vom Konzertgebäude in Amsterdam, sie hat dann gesagt, naja, man sagt immer, es nivelliert sich alles, wird alles gleich, aber eigentlich, man hört schon, wo die Leute herkommen, hat sie dann so gesagt, einmal in einer Pause. Und ich kann ihr nur zustimmen. Also das ist schon... Hat viel mit der Ausbildung zu tun, hat viel mit den Einflüssen rundherum zu tun wahrscheinlich, ja, einfach. Ne? Ja. Das ist es. Ja. Also, weil deswegen interessiert mich das immer so, weil wir sind bei der Klarinette natürlich viel extremer noch beim Wiener Horn oder bei der Wiener Oboe, ja, ist es natürlich noch viel extremer. Ne? Das genau. Ist bei der Flöte wahrscheinlich doch in einem anderen Ausmaß gegeben. Genau. Du musst aber als Flötist, musst du, glaube ich, um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zu antworten, musst schon das Rüstzeug mitbringen, dass du eben mit dem Wiener Horn, dass du mit der Wiener Oboe kannst eigentlich. Ja, ja. Das also, dass du eine gewisse, ich sage jetzt einmal, Breite im Ton oder Wärme im Ton hast, die sich mit der Klarinette auch, dass sie das mischen kann irgendwie. Also dass sie mischt und das aber nicht untergeht. Dass man dann trotzdem, wenn man es soll, über das Orchester drüber steigen kann. Um einen Schritt da noch weiter zu gehen in diese Thematik, was mich sehr interessiert ist, wir haben ja schon viel miteinander gespielt im Orchester, nicht im Orchester, Einiges, auch schon Kammermusik. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass du ab und zu wechselst zwischen Silber- und Goldflöte. Ist das Geschmackssache? Ist das spontan oft oder überlegst du dir tatsächlich, da passt jetzt Gold, da passt jetzt Silber und wo sind die Unterschiede? Das ist also ein Floh, der mir ins Ohr gesetzt worden ist von Anbeginn meiner beruflichen Tätigkeit eigentlich. Und man beginnt ja eigentlich mit der Silberflöte zu lernen und irgendjemand hat mir gesagt, im Orchester passt Silber einfach besser. Aha. So. Und ich habe die Wiener Philharmoniker aber immer so kennengelernt, also das ist die Vorgängergeneration, Fluri, Schulz, Niedermeier, Gold, Silber. Also es gab diese Mischung. Und letztlich, wenn man es physikalisch untersucht und das einmal nicht sieht, was man hört, also nicht sieht, was derjenige spielt, könnte man sich sehr leicht täuschen. Also es schaut natürlich sehr unterschiedlich aus, aber ich denke doch, wenn ich drauf spiele, dass dann kommt halt das raus, wie man es halt... Wie man spielt. Man hört immer die Person eher. Genau. Ne? Und das Instrument ist halt ein Werkzeug, eine Hilfe, ein Mittel zum Zweck, ein Mittel, die Idee zu realisieren. Und eine Silberflöte, gut, das klingt ein bisschen anders, aber das ist eher Geschmackssache. Eine Gefühlssache, wie es im Moment auch, wie du es gerade spürst und wie du es gerade verwenden möchtest. Ja. Genau. Und ich bin mit beiden sehr zu Hause. Ich spiele vielleicht proportional mehr auf der Goldflöte. Und mit der Silberflöte, das ist eher, mein Gott, ein Maler fragt mich auch nicht, was nimmst du jetzt für einen Pinsel? Bei der Flöte ist es halt sehr auffällig. Ich finde das übrigens eine sehr, sehr gesunde und sehr gute Einstellung, die ich auch so habe. Es ist finde ich auch tatsächlich zweitrangig, auf was man spielt. Das ist bei uns ja auch immer eine Diskussion. Muss ich wohl fühlen. Was für Mundstück, Plastik oder Holzblatt. Alles eigentlich zweitrangig, du musst dich wohlfühlen und man hört immer die Person eigentlich. Das sehe ich auch so. Du bist ja nicht nur im Orchester Soloflötist, sondern du bist auch
kammermusikalisch sehr aktiv, du bist solistisch sehr aktiv. Und was mir da besonders aufgefallen ist, ist, dass du gerne Stücke, also du spielst natürlich die Flöten, das Flötenrepertoire, Solo-Repertoire, aber du bearbeitest teilweise auch Konzerte, unter anderem Geigenkonzerte. Darf man das sagen da überhaupt? Ich weiß nicht, die Geiger müssen jetzt kurz weghören. Aber vielleicht sag mal kurz, warum machst du das und bearbeitest du tatsächlich selber? Und du hast mir irgendwann mal, glaube ich, gesagt, dass das auch eine Art Tradition hat bei den Flötisten, dass man das macht. Ja, genau, genau. Es ist ja, du hast zuerst erwähnt, dass die Entwicklung mit der Klarinette, mit den Komponisten und mit dem Wechselspiel zwischen Komponist und Interpret genau. zusammengehangen hat. Und bei der Flöte ist es so, dass der Theobald Böhmer das verändert, das Instrument, und hat dann eigentlich selber mal das überhaupt promoten müssen. Der hat das beworben, indem er dann selber dafür komponiert hat, und es gibt endlos Variationswerke von ihm selber eben. Und das hat eine große Tradition der Transkription eigentlich, oder der, ja, vom Potpourri quasi ins Leben gerufen. Ja, die geht bis heute, und wenn man so will, setze ich das natürlich fort, wenn ich versuche, Romeo und Julia Suite von Prokofiev für Flöte und Klavier zu machen. Eine Repertoire-Erweiterung natürlich, aber es greift diese Tradition auf auch. Und man darf nicht vergessen, der Böhm, die großen Komponisten Bruckner, Brahms, jetzt im deutschen Fach bleibt vielleicht, gut, die haben jetzt auch kein Klarinettenkonzert geschrieben, aber gut, Brahms hat ein Violinkonzert geschrieben. Ja. Violinkonzerte, Klavierkonzerte, das ist halt ganz große Literatur bei den Komponisten immer. Und das ist vielleicht etwas, was im Flötenrepertoire nicht so, im Bläserrepertoire nicht so vorhanden ist. Und dieses Bedürfnis ist natürlich groß. Wir spielen ständig diese große Musik, auch in der Oper, nicht? Mhm. Und das will man als Solist dann auch mal erleben, irgendwie so einen großen Atem, ein großes Stück. Naja, da bin ich halt nicht zurückgeschreckt vor Mendelssohn-Violinkonzert und vor Beethoven-Violinkonzert. Und es funktioniert aber gut. Ich finde schon, ja. Man darf die Geiger nicht fragen. Also die sind da immer voreingenommen. Ich verstehe das auch. Das ist klar. Das ist ja auch für uns auch immer wieder, wenn man sagt, Schumann-Fantasiestücke auf der Bratsche, um Gottes Willen. Das ist ja auch ja, nicht ja, ja. Aber oder Brahms Klarinettensonate auf der Flöte. Ja, ja. Hast du übrigens aufgenommen. Ne? Ja, sogar. Ja. Ich bin aber sehr zufrieden damit. Du bist völlig zufrieden. Als Klarinettist. Ich habe Lust, ein ähnliches Gespräch mit dem Ödin Ratz gehabt, der auch gesagt hat, er hat jetzt in der Corona-Zeit so viel Zeit, Stücke zu bearbeiten. Mhm. Und er hat einfach ganz gesagt, alles, was Sinn macht oder was noch auf dem Instrument gut geht, ist erlaubt zu bearbeiten. Also vielleicht kann man das so... Ja. Ich habe da schon meine Gedanken dazu, um das zu legitimieren irgendwo. Der Bach hat das, also im barocken Zeitalter war das gang und gäbe, Arrangieren von anderen oder von Stücken von sich selber. Also, dass man einfach dann ein Geigenkonzert in ein Klavierkonzert verwandelt. Naja, es kann durchaus sehr interessant sein, dass man das macht. Ja. Ich bin Jean-Pierre Rambal, da bin ich zufällig einmal drauf gestoßen, der hat Klavierkonzerte auf der Flöte gespielt dann von Bach. Ich muss das unbedingt auch machen jetzt dann. Also, nächste Projekt. Nein, und die Frage ist, wenn man selber überzeugt ist, gut, du kannst dann den Puristen, den kannst du nie überzeugen. Das denkt, dass man, das muss genauso, es ist so geschrieben, das ist der Wille des Komponisten. Natürlich, das ist heilig irgendwo. Ja. Aber genauso legitim ist es, dass man für sein Instrument, für sein Publikum was Gutes tut. Ein bisschen was weiterbringt. Ja, weiterbringt, ja. Vielleicht kannst du, weil das ist immer ganz interessant für unsere Zuhörer und Zuseher, dass man mit der Person, die hier sitzt, doch ein Stück irgendwie verbindet, auch wenn es jetzt nicht direkt was damit zu tun hat. Kannst du irgendetwas, ein Stück nennen, das dir besonders am Herzen liegt oder wo du das Gefühl hast, dass die Flöte auch besonders zur Geltung kommt, von den Wiener Philharmonikern vielleicht eingespielt, fällt dir da irgendwas ein? Wo die Flöte besonders zur Geltung kommt, das ist auf jeden Fall Prélude à l'après-midi d'un Fon oder Ravel, Daphnis et Chloé. Große Flöten-Soli. Das sind die größten Flöten-Soli. Oder mir fällt ein die Leonoren-Ouvertüre. Mhm. Das ist natürlich unser Haus- und Hofstück hier im Orchester. Und ich kann mich erinnern, da gibt es eine ganz tolle Aufnahme. Man muss immer aufpassen, ganz eine tolle Aufnahme, weil das rührt immer daher darauf zurück, wo man das zum ersten Mal gehört hat. Und wenn man das als Jugendlicher gehört hat, vielleicht sieht man es jetzt anders. Aber mir fällt ein, eben eine Aufnahme mit Leonard Bernstein, Wiener Philharmoniker oder in der Staatsoper. Ja.
die Fidelio-Einspielung. Aha, das ist natürlich eine tolle Sache. Oder mir fällt ein, Brahms vierte Symphonie, das große Solo, das habe ich sehr oft mit dem gehört, diese Aufnahme, wo der Wolfgang Schulz, mein Vorgänger, das Solo spielt zum Beispiel. Ja. Also, die Liste wäre sehr lang. Sehr gut, aber jetzt haben wir zumindest ein paar Empfehlungen. Vielleicht kannst du noch abschließend sagen, weil ich habe mir nämlich gedacht, du wirst jetzt kein Wagner-Werk nennen, weil da ist die Flöte nicht so präsent. Ja. Gibt es einen Grund? Weißt du einen Grund, warum Wagner die Flöte so wenig eingesetzt hat? Wir haben da einen Auftrag quasi bei den Wagner-Oper, ein bisschen wie das österreichische Bundesheer bei der Mission auf den Golanhöhen lang gehabt hat. Die Weißhelme, die stehen, beobachten, dass nichts passiert. Sitzen dort zur Sicherheit. Greifen manchmal ein, aber eher nicht oft. Ja, ich weiß auch nicht, warum Wagner die Flöte nicht so... Man weiß, dass er die Böhmflöte nicht gemacht hat, aber er hätte ja die andere Flöte gehabt. Da er hätte einsetzen können, ja. Die andere. Und man darf aber... Es gibt schon Opern, wo das jetzt nicht ganz stimmt. Also man schließt dann immer ein bisschen vom Ring. Richtig. Ring drauf, da ist wirklich sehr wenig los. Also da gibt es außer dem Vogel im Siegfried, da ist da eigentlich nichts... nicht viel zu machen, ist wirklich Beobachterstatus. Aber es gibt dann Lichtmomente, also wo dann dieses Wagner-Licht, dieses romantische Licht dann... Das bringt dann vielleicht doch der Flötenklang ab und zu. Ne? Das ist, da ist dann immer die Flöte dabei. Gefürchtete also, Akkorde dann. Ja, genau, die müssen dann auf Anhieb stimmen. Ne? Ja, man schläft nicht, aber man dämmert ein bisschen mit und lebt mit der Musik mit da und... ist eigentlich immer in einem sehr passiven Zustand und dann plötzlich musst hellwach sein, weil das ist oft wirklich sehr heikel. Ja. Er hat euch nicht ganz vergessen, der gute Wagner. Ja. Karl-Heinz, danke dir vielmals fürs Dasein. Danke. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge der Wiener Philharmoniker auf iDAJO. Vielen Dank fürs Zuhören.